Ich weiß noch nicht, wie lange das wird. Wie gesagt, es hätte auch sein können, dass ich einfach die ersten drei Spiele verliere. Dann wäre das Ding ganz kurz geworden. So könnte es jetzt ein bisschen länger dauern vielleicht, wer weiß. Also ich muss sagen, die Runde lief jetzt irgendwie nicht so wie geplant. Ich hatte irgendwie, ich glaube, ich habe zu wenig Verstärkerkarten reingetan, muss ich ganz ehrlich jetzt sagen. Ich hätte nochmal so eine von diesen Plus-Dreier, also dass jeder Diener Plus-3 Angriff kriegt, hätte ich noch mindestens einmal reinpacken müssen. Einmal hatte ich ja noch die Chance, hatte mich ja dagegen entschieden. Was, glaube ich, blöd war. Ich glaube, ich muss einfach wirklich versuchen, dass ich ihn halt möglichst, ja, schnell runterkrieg. Okay, also. Ich bin als erster dran, ich hau die weg. Hoffentlich noch eine kleine. Ah, okay, ein bisschen besser. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mit dem Eber kurz warte. Und ihn dann erst spiele, wenn ich ihn draußen... Ach, ist eigentlich wurscht. Ich müsste dann eh noch eine Runde warten, so, zack. Das Schöne ist, der hat die Fähigkeit Ansturm, das habe ich ja auch noch gar nicht erklärt. Ansturm bewirkt einfach, dass er, normalerweise muss jeder, jede Kreatur eine Runde warten, bis sie angreifen darf. Aber, ja, Kreaturen mit Ansturm dürfen eben sofort angreifen. Ist, ja, gerade für so ein Deck, was ich gerade spiele, noch ganz nette Fähigkeit. Die ist eigentlich total bescheuert für mein Deck, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann spiele ich ihn. Und dann spiele ich im nächsten Zug einfach wahrscheinlich ein Totem. Und ja, damit nutzt damit die Kraft des Messer-Jongleurs. So, der Jäger. Also er spielt einen Jäger übrigens. Er hat die Fähigkeit, dass er mir 2 Schaden zufügen kann. Ja, er hat jetzt den Mana-Kristall natürlich. Er kriegt diesen extra Mana-Kristall, weil er ja... ach du Scheiße, ne? Er kriegt diesen extra Mana-Kristall, weil er ja als zweiter dran war. So ist Totem oder... Ich glaube fast, ich muss ihn jetzt weghauen. Ich habe auch noch Pech. Ich will nicht beide Karten, ehrlich gesagt, reinstürmen lassen, so direkt. Das Ding wird sein, er wird wahrscheinlich in der nächsten Runde einfach ihn angreifen. Dann, wenn er das tut, werde ich den Eber noch reinstürmen lassen, glaube ich. Aber ich guck mal, ich warte mal, vielleicht greift er ja auch einfach mich direkt an. Ich habe ja keine Spotterkarte auf dem Feld. Wäre natürlich ein Vorteil für mich. Ich befürchte aber, er wird das nicht machen. Denke einfach. Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Ich würde einfach wahrscheinlich ihn jetzt oder ihn angreifen. Ist eigentlich vollkommen wurscht, weil er... Obwohl, vollkommen wurscht ist es nicht, weil ich könnte in der nächsten Runde ja noch ein Kreatur spielen. Also ich würde an seiner Stelle ihn angreifen hier. Nee, er greift direkt an, okay. So. Okay, ich glaube, ich spiele ihn. Ach, jetzt läuft es aber auch gerade gar nicht, ne? Ach. Jetzt würde er ihn angreifen. Und dann könnte ich den Eber tauschen. Ja, gut, okay. Ich spiele gerade ein bisschen sehr defensiv, muss ich sagen. Gefällt mir selbst nicht, aber ich will den hier nicht verlieren, weil der ist geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist einfach geil. Und in Kombination mit dem ist er super, sogar richtig geil. So, das habe ich mir gedacht. Das Schöne ist jetzt, wenn ich den in der nächsten Runde spiele, ist wahrscheinlich einer von den beiden auf jeden Fall weg. Scheiße. Okay, Glück gehabt. Es ist nicht der weg. Okay, klar. Ich habe vergessen, er kann ja mit ihm noch angreifen. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Könnt jetzt die Karte oder die Karte? Ich glaube, ich spiele erstmal die und dann die. Damit ist der auf jeden Fall in der nächsten Runde... Na, okay, nicht weg, weil ich jetzt gerade den Spotter gezogen habe, aber okay. Wenn er den gegen den tauscht, spiele ich in der nächsten Runde ihn und tausche einen der beiden gegen ihn, dass der gleich 2 Punkte bekommt. Mal gucken, was er jetzt spielt. Er hat natürlich einen ziemlich starken Tierbegleiter damals gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stört mich so ein bisschen. Ich überlege halt auch, ob ich diese Karte spielen soll. Das Problem ist halt, ich habe nicht sonderlich viele starke Karten im Deck, dass sich das wirklich lohnen würde. Oh, wie viel kostet er denn? Darf ich das kurz gucken? Nur 3 Mana. Ach, geil. Na, danke. Klasse. Ich könnte natürlich auch ihn jetzt spielen.
Wisst ihr was, das mache ich jetzt. Wobei der andere jetzt auch geil gewesen wäre, aber gut. Aber immerhin habe ich jetzt nochmal zwei Karten bekommen. Das ist ja auch immer nicht schlecht und in der nächsten Runde kann er mich auf jeden Fall erstmal noch nicht direkt angreifen. Gut, ist nicht sicher, dass er mich nicht direkt angreifen kann, aber... Und ich glaube fast, ich benutze dann mal langsam Fernsicht. Bin mir noch nicht sicher. Muss mal gucken, aber wenn er ihn zerstört, kriege ich zumindest erstmal noch eine Karte, was erstmal nicht schlecht ist. Also es ist nie schlecht, viele Karten auf der Hand zu haben. Ich glaube, man darf bis zu 10 Karten auf der Hand haben, von daher... Das ist wirklich nicht das Schlechteste. Jetzt wäre ein Ansturmvieh ganz geil, muss ich sagen. Irgendwas Ansturmmäßiges, aber ich glaube, ich habe nichts Ansturmmäßiges mit 2 Angriff im Deck, ne? Tja. Was tun, ne? Och, Mann. Ich hasse diesen Mehrfachschuss. Wie viel fügt er sich selbst zu 4 Schaden? Wäre natürlich kacke gegen ihn jetzt. Wisst ihr was? Ich riskiere es jetzt einfach. Fernsicht. Was kriege ich? Shit. Nicht ganz so geil. Gebe ich jetzt mal zu, ist nicht ganz so geil. Den jetzt auszuspielen wäre dämlich. Ich glaube, ich mache so. So. Ich hätte auch das Totem spielen können, merke ich gerade. Dann werde ich den machen. Wobei das auch ziemlich sinnlos ist, weil er jetzt einfach ihn besiegen wird, aber ich werde dann wahrscheinlich ihn gegen ihn tauschen, vorher ihn spielen und hoffen, dass ich noch irgendwie einen Spotter ziehe. Das wäre jetzt das Geilste, wenn ich jetzt einen Spotter ziehe oder ich versuche mit dem Totem einfach einen Spotter zu kriegen, damit er nicht sofort stirbt. Ich frage mich. Okay, das war wie gesagt abzusehen. Komische Panda hier. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh. Hat er überhaupt Wildtiere? Nö. Okay. Dann mach mal mit deinen Wildtieren. Spotter? Ja, die ist natürlich auch geil, ne? Warte mal. Es wäre eigentlich... Okay, warte mal. So und dann so. Dann den auf jeden Fall. Dann spiele ich ihn. So. Zack. Und jetzt müsste ich eigentlich ihn loswerden. Scheiße. Ach, nicht ganz so gut gelaufen. Am liebsten wäre es mir jetzt gewesen, wenn er tot gewesen wäre. Oder wenn ich ihn irgendwie tot gekriegt hätte. Aber das klappt jetzt leider nicht. Das Problem ist jetzt einfach, der ist zwar jetzt unglaublich stark, aber er wird einfach ihn gegen ihn dann tauschen. Aber was soll's. Damit hat er zumindest einen Grund, ihn gegen ihn direkt zu tauschen. Da kriege ich den Vierer zumindest kaputt, ist ja auch nicht. Ist ja auch erstmal nichts Falsches, sag ich mal. Und jetzt habe ich das Healing-Totem, das heißt, ich kann ihn im nächsten... ist vielleicht ganz sinnvoll, ihn im nächsten Zug zu spielen. Damit er direkt geheilt wird. So, er wird jetzt wahrscheinlich ihn gegen ihn tauschen. Es sei denn, er hat noch eine Karte, womit er ihn direkt umhauen kann. Aber er hat den Doppelschuss oder wie der heißt, der schon benutzt, ne? Sehe gar nicht mehr, wie er heißt, keine Ahnung. Oder Dreifachschuss, keine Ahnung. Also der, wo man zwei Charakteren direkt 3 Schaden zufügt. Tja. Was tun, ne? Übrigens, was ich noch gar nicht gezeigt habe, man kann auf den Maps immer schön viel Unsinn machen. Sag ich ja, er tauscht den jetzt. Dum, 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 dum. Ist ganz nett. Für nebenbei so ein bisschen, aber ist jetzt nichts Großes, aber... Okay, erinnere mit Gottes Schild. Ich hasse die Typen mit Gottes Schild. Oho. Bringt aber eigentlich nicht viel gerade, muss ich sagen. Ich spiele auf jeden Fall erstmal ihn.
Zack. Und dann spiele ich nochmal ihn. Ich hoffe ja, dass er ihn einmal trifft hier. Damit sein blöder Gottesschild kaputt geht. Ach. Bitte noch ein Totem. Ja, also. Damit ist der blöde Gottesschild nämlich schon mal kaputt. So. Machen wir es so, falls ich den Murloc in der nächsten Runde doch noch spielen möchte. Jetzt habe ich den Vorteil, ich habe für einen, mit einem relativ kleinen Schaden sein Gottesschild zerstört. Gottesschild habe ich noch gar nicht erklärt. Die Fähigkeit beim ersten Mal, bei dem er Schaden kriegt, wird der Schaden quasi zu null. So, weil ich glaube nämlich jetzt, er wird wahrscheinlich nicht meinen Murloc töten. Das heißt, ich hätte in der nächsten Runde nochmal zwei mehr Angriff. Was eventuell durchaus helfen könnte, wenn er jetzt ein bisschen was Stärkeres spielt. Ja, sag ich ja, er wird auf jeden Fall nicht den Murloc jetzt tauschen. Problem ist, er hat jetzt noch so ein Vieh, aber das kriege ich im Notfall runter. Das ist nicht das Problem. Ich muss natürlich dann versuchen, den Murloc irgendwie zu schützen. Stark ist der natürlich dann noch nicht. Ist mir alles viel zu knapp hier mit den Spielen, muss ich sagen. Außerdem, was jetzt ein bisschen blöd ist, er hat noch vier Karten auf der Hand und ich habe nur noch eine. Er hat noch ziemlich viele Möglichkeiten. Oh, die ist scheiße. Okay, macht er so. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Und das Totem bringt mir nicht viel. Es macht Zauberschaden plus eins, das heißt, irgendwelche Karten, die, irgendwelche Zauberkarten, die irgendwelchen Schaden machen, deren Schaden wird natürlich um eins erhöht dann. Ist, denke ich, nicht sonderlich schwer zu verstehen. So, was kommt jetzt noch? Jetzt bin ich ja... Oh, nein! Er hat aber auch ein Schwein, ne? Ah, das ist jetzt Kacke. Die ist natürlich geil. So, dann lass mal sehen, wie macht man das jetzt am besten. Der muss weg, auf jeden Fall. Der ist richtig nervig. Ich überlege, ob ich ihn noch weghaue oder direkt angreife. Er wird wahrscheinlich dann den gegen den tauschen. Ne, Moment, ich greife direkt an. Er wird wahrscheinlich den gegen den tauschen. Und dann kann ich in der nächsten Runde den gegen den tauschen. Das wird er wahrscheinlich nicht direkt von selbst machen. Aber er hat jetzt auch noch zwei Karten. Jetzt ist, jetzt ist es ein ziemlich interessantes Spiel, weil jetzt kommt es ein bisschen auch aufs Glück an. Das Problem ist, wie gesagt, dass ja mein Deck nicht groß fürs Endgame... Scheiße. Fürs Endgame ausgelegt ist, wollte ich gerade noch sagen. Ja, da kommt natürlich der geschmolzene Riese. Oh, die Karte ist natürlich genial für ihn. Die kostet weniger, je mehr Schaden er bekommen hat. Oh, ist das... Das ist ja widerlich jetzt, ey. Weil ich habe jetzt auch keine Idee, wie ich den schnell tot kriegen könnte. Als erstes bräuchte ich einen Spotter für die nächste Runde. Das wäre so, das wäre irgendwie das Erste, was ich brauche. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, er haut den weg. Er weiß natürlich nicht, dass ich wenig mit Zauberkarten spiele. Vielleicht kriege ich einen Spotter hier durch. Gewittersturm. Moment, erstmal gucken, was kriege ich. Ah, den Spotter, geil. Zack, dann die. Dann greife ich erstmal an. Und schau mal in der nächsten Runde, was ich ziehe. So, das Schöne ist, er muss jetzt erstmal ihn angreifen. Okay, dass er die Karte im Deck hat, interessant. Ich mag die nicht besonders, weil dabei zwei Karten prinzipiell verloren gehen. Aber ich glaube, in der, ja, in unserem momentanen Spiel ist die relativ gut. Und jetzt hat er ein sogenanntes Geheimnis gespielt. Also eine Karte, die sozusagen, kann man wahrscheinlich am besten mit Yu-Gi-Oh! Vergleichen. So eine Karte, die sozusagen so ein bisschen verdeckt gelegt wird. Wie eine Fallenkarte quasi. So, mal sehen, was ich jetzt kriege. Das ist natürlich geil. Komm schon, nochmal den Spotter. Mit Glück, mit Glück. Ja, ich krieg die Zauber. Ich greife erstmal mit ihm an. Scheiße. Nein, Moment. Ach, nein. In dem Moment, wo ich angegriffen habe, ist mir wieder eingefallen. Der Jäger hat dieses Geheimnis.
Oh, verdammt. In dem Moment, wo ich angegriffen habe, ist mir eingefallen, der Jäger hat doch dieses Geheimnis. Ich setze es auf eure Rechnung. Oh, Kacke. Ja gut, okay, es war eh vorbei, selbst wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, aber genau in dem Moment ist mir eingefallen, der hat genau dieses Geheimnis, das so richtig widerlich ist. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Boom. Er wird in der nächsten Runde jetzt eh erstmal den Riesen wieder spielen, von daher ist das Spiel ist gelaufen. Ja, er hat sogar gewonnen. Ja gut, spiel halt die Karte noch, ne. Ach, jetzt komm, jetzt mach schon. Es ist eh vorbei. Ja. Ja, okay, wie gesagt, ich hab diesen einen Fehler gemacht, aber ich glaube, der hätte das Spielergebnis jetzt nicht sonderlich beeinflusst. Ach, naja, gut. Jetzt nicht so doll. War jetzt nicht so doll, das Spiel, muss ich sagen. Ich hab ein bisschen mehr Fehler gemacht, glaube ich. Aber im Endeffekt ist man immer, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? dass ich da jetzt das Geheimnis, in dem Moment, wo ich dann die alle gespielt hatte und mit dem ersten angegriffen hatte, habe ich mir gedacht, scheiße, der Jäger hat das Geheimnis, bei dem alle meine Kreaturen 2 Schaden kriegen. Mann, konnte ich das vergessen. Ja, das Problem ist, ich habe noch nicht gegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja so ein bisschen zwar gegen manche Gegner gespielt, aber die wenigsten benutzen eigentlich so eine Geheimnisse. Also man kann die durchaus benutzen, aber ich benutze die in der Regel auch selten. So, ich weiß nicht, der lohnt sich irgendwie noch nicht, solange ich keinen Murloc habe, ne? Ich will nicht zu viele Dreierkarten und die will ich am Anfang auch noch nicht haben. Will ich am Ende eher haben. Jetzt kriege ich natürlich Murlocs. Na gut, von mir aus. Wie ihr wollt. Werde ich wahrscheinlich den Messer-Jongleur als erstes in der ersten Runde mal spielen. Oder ich spiele den Eber. Ich glaube, den Eber spiele ich dann in einer anderen Runde. Spiele ich als erstes den Messer-Jongleur. In der nächsten Runde dann wahrscheinlich den Murloc. Und in Runde 3 den und einen Totem. Das denke ich mit einer ganz gute Sache. Oder den kann ich auch noch spielen. Ach ja, der Druide hat die Fähigkeit, er kann sich sozusagen einen Angriff machen. Und eine Rüstung. Eine Rüstung ist sowas wie ein Leben quasi. Bloß, dass es halt über die 30 auch hinausgehen kann. So, dann spiele ich jetzt diesen Murloc. Da kriegt er einen Schaden. Zack, zack. Also er hat dann einen Angriff für den einen Zug und eben einmal Rüstung. Für immer. Und dann, ja. Gut, da kommt der Erntegolem. Mal wieder. So, ich könnte jetzt die spielen. Ich spiele, glaube ich, den und den. Komm schon, zweimal ihn. Verdammt. Alter, jetzt habe ich aber auch Pech gehabt, ne? Ich wollte eigentlich das... Na gut. Dann greife ich ihn an, sonst hätte ich getauscht, muss ich sagen. Aber so greife ich ihn an und versuche ihn jetzt einfach schnell runterzukriegen. Was eigentlich gerade gar nicht mal schlecht funktioniert, muss ich sagen. So, jetzt hat... Ach, Mist. So ein Vieh. Spiele ich jetzt mal noch nicht die Karte. Ich spiele als erstes einmal sie. So, ich tausche den gegen ihn. Und... Überleg gerade... Ne, ich behalte den erstmal. Die mit ihrem blöden Gottesschild. Ich hasse die Viecher mit Gottesschild. Ich gucke erstmal, was er jetzt macht mit dem Gottesschildvieh. Ich meine, jetzt funktioniert, also so habe ich mir das Deck eigentlich vorgestellt, in relativ kurzer Zeit relativ viel Leben ihm abziehen. Ich glaube, Druide ist auch so ein Deck, das ein bisschen braucht, um anzufangen, also ein bisschen mehr Mana benötigt. Aber so ist es genauso, wie ich mir das eigentlich mal vorgestellt hatte. Okay, ein Ansturm. Was macht er jetzt? Aha. Interessant. Mhm. Okay. Das war ein interessanter Zug. Muss ich mal sagen, hätte ich so nicht erwartet. Windzorn. Mache ich jetzt noch nicht. Bringt nichts. Wäre vielleicht für den dann ganz geil. So und so. Legt euch nicht mit Zorn.
Indianer an. Machen wir den Panther tot. Und um das Vieh kümmere ich mich dann entweder in der nächsten Runde oder er kümmert sich jetzt selbst schon drum. Ich weiß ja gerade gar nicht, worauf er spielt. Wobei ich fast schon überlege, wenn er... Ich könnte in der nächsten Runde eventuell sogar schon gewinnen. Wenn er jetzt nichts irgendwie was ganz Großes auspackt, aber damit rechnet er wahrscheinlich auch gar nicht. Mit der Karte müsste es fast schon klappen in der nächsten Runde. Wenn er mir jetzt, wie gesagt, nicht zu viele von meinen Viechern zerstört. Okay, macht er aber. Scheinbar. Also wenn ich jetzt, obwohl ich habe den, na den kann ich ja eh nicht mehr spielen. Okay, er hat 14, nee, das reicht nicht. Die drei haben dann, hätten dann 9, nee, es reicht nicht ganz, ne. Schade. Aber die Runde drauf müsste es dann eigentlich möglich sein. Der mit dem Wutanfall hier stört mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Mal gucken, was ich für ein Totem krieg. Obwohl, wartet mal. Wartet mal, es reicht nicht, weil ich nicht genug Mana habe. Okay, wollte schon sagen, es hätte reichen können. Aber ich habe ja nicht genug Mana. Jetzt spiele ich noch den Schnappkiefer hier. So. Dann wird er jetzt wahrscheinlich einen von meinen Kleinen hier zerstören. Dann hat er 4, 3 und Windzorn. Und dann gucken wir mal, was er dann macht. Außerdem hätte es sowieso nicht gereicht, sag ich gerade, weil ich hätte nicht nur nicht die Karte spielen können, der hätte ja auch noch gar nicht angreifen können. Fällt mir gerade. Oh. Okay. Zack, wie gesagt, den habe ich erwartet. Und jetzt mit dem greift er was an? Aha. Ach, und dann wahrscheinlich mit der Fähigkeit. Okay, klar. Ach so. Hä? Okay, interessant. Okay, das ist interessant. Jetzt hätte er noch genau einen. Schade. Jetzt hätte er noch genau einen. Verdammt. Ich kann die nicht beide spielen. Na gut, okay, dann machen wir es anders. Ich werde die Karte nicht spielen, damit helfe ich, glaube ich, jetzt gerade ihm mehr. Machen wir es so. Dann den. Und dann noch ihn. Um nochmal seine Fähigkeit auszuspielen. Und in der nächsten Runde sollte er, wenn er jetzt keinen megamäßigen Flächenzauber hat, der alles von mir tötet, sollte ich ihn in der nächsten Runde down haben. Okay, er stellt 5 Leben wieder her. Es sollte aber trotzdem nicht das große Problem sein. Er kann nur ein Monster von mir zerstören. Wird wahrscheinlich den wählen, ja. Okay, kurz rechnen. Jetzt muss ich kurz rechnen. 2, 3, 6. Ja klar, alleine die erreichen ja schon. Zack, fertig. Boom. Zack. So stelle ich mir das Deck vor. Wir haben noch nicht mal, wir haben gerade mal 8 Mana-Kristalle und ich habe gewonnen. Genau so soll es laufen. Hey. Ach, eine neue Quest. Schön. So, damit hatten wir schon 2 Siege. Was heißt schon, wie gesagt, es gibt maximal 12. Habe ich noch ein bisschen was vor mir. Aber wie gesagt, das Deck ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich habe ein paar Fehler gemacht beim Auswählen. Vor allem, ich hätte noch einmal, wie gesagt, diese Verstärkungskarte reintun müssen. Dann wäre es, glaube ich, gut geworden. Aber gegen Druiden hat man gesehen, funktioniert es ganz gut, weil der halt ein bisschen braucht, um irgendwas Großes rausspielen zu können. Oder scheinbar, ich weiß nicht, ob es jetzt nur der war, aber generell gegen die Druiden, gegen die ich so gespielt habe, die kommen erst im Endgame so richtig gut zur Geltung. Und dann aber so richtig.